Aufwachen, dein Leben wartet. Mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Und ich freue mich heute richtig und gigantisch, dass ich Kerstin Malvano am Bildschirm habe. Hallo Kerstin. Hallo. Kerstin habe ich entdeckt über den Gedankenkongress. Also damit auch ein herzliches Dankeschön an die drei Damen vom Gedankenkongress. Und Kerstin hat mich sofort so angesprochen, dass ich bei ihr eine Seelenreise gebucht habe. Und es war so spannend und es hat mir so viele Erkenntnisse gebracht. Dann habe ich gedacht, ich brauche diese Frau unbedingt bei der Aufwach-Community und freue mich auch wirklich wahnsinnig über die Zusage von dir, Kerstin. Ja, und Kerstin ist ein Sternenwesen von Antares. Und ich glaube, allzu viele gibt es hier auf dieser Welt nicht, die vom Antares kommen, von diesem Sonnensystem. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal das Wort an Kerstin, weil sie hat so eine spannende Geschichte und ja, so lange hat sie ihren Weg auch noch gar nicht entdeckt. Liebe Kerstin, möchtest du über dich etwas verraten? Ja, gerne. Danke erstmal dir für dein Vertrauen, dass du mit mir diese Reise gemacht hast, mit dem Anteil von dir. Ja, und ich das quasi für dich die ganzen Infos herholen durfte. Ja, das waren ja reichlich. Ja, vielleicht kurz, was mache ich da? Seelenreise, wie kann man sich das vorstellen? Also es hat sich bei mir so ergeben, dass ich quasi immer mehr Infos bekomme, wenn ich mich mit jemandem mental verbinde. Also begonnen habe ich damit, klassisch Hände aufzulegen und als Kanal zu dienen, einfach Energien fließen zu lassen. Und ja, seitdem ich weiß, wo ich herkomme, fließen da noch viel mehr Infos. Und dann eben zum Beispiel ja zu deinem seelenenergetischen Ursprung. Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Also was ist das? Aus meiner Wahrnehmung hat jeder in diesem Universum zuallererst irgendwo hier inkarniert. Und das könnte man sagen, ist dann deine Heimat, deine Seelenheimat oder deine Schwingung, die du dich prägen lassen hast. Also diese Schwingung trägt dann auch auf die Seele. Und ja, wenn man das weiß, dann weitert das irgendwie, erweitert es dein Bewusstsein und du kannst ja noch ganz andere Kräfte in dich hineinfließen lassen. Seelenkräfte, würde ich sagen. Ne? Also ich erfahre dann meistens auch den Seelennamen und ein Symbol, worüber man sich dann verbinden kann mit seiner Seelenheimat. Und ja, es wird quasi rückverbunden und klar, wir sind jetzt hier alle als Menschen inkarniert auf der Erde, aber der Kosmos hat uns auch etwas zu, ja, kann auch etwas zu uns fließen lassen. Ja? Und wenn wir das wissen, können wir das bewusst einsetzen hier auf der Erde. Ich glaube, das ist auch Teil unserer Aufgabe hier ist, weil ganz viele von uns sind Sternenwesen und immer mehr erwachen ja, dank solcher wunderschönen Kongresse, wie auch du heute einen veranstaltest, und erinnern sich, weil es geht ja nur ums Erinnern an ihre eigene Kraft und Größe. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir alle so unseren Weg und ich sage mal, du hast mir wirklich so viel spannende Informationen geliefert. Also ich bin eine Aktuarianerin, habe ich erfahren durch die Kerstin. Und was ich aber am spannendsten fand, als du meinen Ursprungsnamen sozusagen bekommen hast, ja, der Ursprungsname fängt genauso an wie mein jetziger Name. Ich sage mal auch das Symbol, also ich verbinde mich damit jetzt schon immer aktiv und habe aber so ein ganz tiefes Strömen im Körper. Und weiter bin ich aber noch nie gekommen. Spannend ist, dass du jetzt erzählst mit den Handauflegen, weil das mache ich auch seit 2020, habe ich die erste Ausbildung gemacht und immer wieder weitere. Und ja, habe auch öfters mal Menschen bei mir auf der Liege liegen sozusagen. Und morgen kommt eine Dame und das ist die erste nach unserer Seelenreise. Da bin ich ja gespannt. Oh, was sich da vielleicht erweitert hat. Ja, klasse. Ja, da bin ich echt gespannt, ja. Genau. Weil ich denke mal, also dieses Handauflegen, das könnte theoretisch jeder. Ja, ich denke. Haben es nur alle vergessen, ne? Weil jeder hat ja diesen Kanal. Wir sind ja hier in diesem Körper einfach auch Kanal. Ja, und der eine weiß es, der andere noch nicht. Der andere benutzt es schon, der andere probiert noch aus. Aber theoretisch können wir das alle. Und wenn du dich jetzt, das kannst du ja dann morgen mal probieren. Wenn du dich bewusst mit deiner Seelenkraft noch verbindest, dann könnte es sein, dass es anders ist. Noch intensiver vielleicht für die Person, wo du Hände auflegst. Oder es können sich dadurch sogar dann noch weitere Fähigkeiten zeigen, wie zum Beispiel bei mir. Also ich habe nur begonnen mit Hände auflegen und dann sind wir immer an verschiedenen Orten gewesen. Also
nicht nur ich, sondern auch die andere Person. Ich dachte, hä, was sollen wir denn hier? Bis ich dann irgendwann Infos dazu gekriegt habe. Ach so, wir sind gerade auf dem Sirius. Ich kanalisiere jetzt eine Energie vom Sirius für dich hier. Und dadurch habe ich quasi verstanden, ah, es ist Teil meiner Aufgabe, verschiedene Energien zu kanalisieren, vor allem in Bezug auf den seelengenetischen Ursprung. Das ist nicht die Aufgabe von jedem. Jeder hat ja eine andere Aufgabe. Aber meine ist diese halt jetzt eben zum Teil, und weil ich die Wege irgendwie kenne. Und ich habe mal noch vorher, also ich habe quasi auch mal eine Reise in die Vergangenheit nach Lemurien gemacht, wo ich inkarniert war, mit einer Freundin, die auch von dort kam. Und da habe ich, das war sehr spannend, weil wir haben dort beide die gleiche Geschichte eben zusammen erlebt. Wir haben erlebt, wir waren Schwestern dort und sind zurückgekommen in Lemurien. Und alle haben uns gefeiert. Also ein ganzes Volk, da war ein Kristallpalast, alle haben uns gefeiert, weil wir auf irgendeine Art von Mission unterwegs waren, ja. Und ich habe sogar meine Tochter dort zurückgelassen, aber das war ganz, wie soll ich sagen, normal, weil wir im Dienste für alle tätig waren. Also das war so viel reine Liebe, mit der wir dort überschüttet worden sind. Und dann, also mittlerweile habe ich verstanden, um was es ging, weil uns wurde damals dort in dieser, ja, sag es, Astralreise nur gesagt, wir waren auf Mission unterwegs auf dem Planeten. Mhm. Irgendwie auf, mit verschiedenen Sternvölkern haben wir gewirkt. Jetzt verstehe ich, wahrscheinlich habe ich damals schon den Samen gesetzt für das, was ich jetzt tue. Die Bahnen irgendwie. Natürlich war ich auf vielen Planeten auch inkarniert, laut Infos aus dem Kosmos oder von meinem geistigen Team. Aber wahrscheinlich habe ich damals, als ich in Lemurien inkarniert war, da auch irgendwelche Fäden verbunden, dass ich mich jetzt in dieser Inkarnation an diese Wege erinnere. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Es ist spannend. Ja. Es ist so, ja, man kann das immer mit einem normalen Verstand nicht fassen. Man muss wirklich ins Herz gehen und fühlen. Ja, anders geht es nicht. Genau. Oder es gibt auch Planeten, also auf denen, wo ich selber inkarniert war, da sehe ich oft mehr. Oder je nachdem, manchmal, wenn derjenige, mit dem ich reise, auch sehr hellsichtig ist, dann sieht derjenige oft sehr viel mehr. Oder ich sehe auch mehr, auch die Wesenheiten genauer. Also ich glaube, das hängt dann auch immer wirklich an der Seele. Weil man verbindet sich ja in dem Moment mental, zwar nur für einen Moment, aber ich glaube, dadurch können sich ganz viel erweitern, ob es jetzt Fähigkeiten bei dir sind oder bei mir. Also ich glaube, dass sich so immer mehr erweitert, weil am Ende sind wir ja doch alle eins, auch wenn wir uns haben prägen lassen auf verschiedene Frequenzen. Also vielleicht kommt doch darauf an, wie vielleicht in dem Moment die Seelen harmonieren. Ne? Also ich sag mal, wenn genau. du eine Seele hast, die direkt auch von Antares kommt, die die mit dir dann verbunden bist, weil du kommst ja von dort, dann ist es vielleicht noch intensiver, wie wenn du jetzt jemanden hast, der von anderen Planeten oder von einem anderen Sonnensystem kommt. Ja, also Heimatplanet ist schon ein Unterschied vom Gefühl her. Ich kann es halt immer nur über das Gefühl beschreiben, weil es bei mir nur übers Herz geht. Aber was auch spannend ist, deswegen muss ich irgendwie, manchmal stelle ich mir vor, ich habe wahrscheinlich so einen riesen Schlüsselbund und schließe dann immer die Türen dafür auf, für diese Wege, weil du kommst nicht mit jedem überall hin. Zum Beispiel mein Heimatplanet, das ist 600 Lichtjahre entfernt und ich bin da astralmäßig schon hingereist, aber ich kann es nicht alleine. Also wenn ich frage, vielleicht könnte ich es, aber es ist noch nicht die Zeit dafür, dass ich das alleine mache. Es würde mich aushebeln. Es wäre zu hohe Energie in diesem Körper. Und ich habe versucht, mich mit verschiedenen Freundinnen dahin zu verbinden. Das ging nicht, weil deren Frequenz nicht dahin kommt. Also es gibt Planeten und Energien, die schützen sich selbst. Wahrscheinlich auch, damit sie nicht mehr oder nicht missbraucht werden, so wie es vielleicht auch schon mal war in der Vergangenheit. Also ich komme nach Antares, nur mit jemand anderem von Antares kann ich dort andocken und Informationen oder Energien hier runterholen. Und das mache ich auch nur, wenn ich den Impuls dazu habe. Also ich würde das jetzt nie aus Neugierde machen. Okay. Also ich bin von Haus aus sehr wissbegierig. Nee, ich hätte das jetzt ja so, ja, so, ich hätte gedacht, ich gucke mich mal um. Also du kannst dich natürlich versuchen, auf den Arcturius zu verbinden, aber auch hier, ich glaube, es ist etwas weiter ja weg, musst du dich gut erden oder einen Anker hier haben. Also, weil
das wäre dann quasi der nächste Step, wenn du sagst, boah, ich fühle mich jetzt in der Kraft, ich versuche mich da jetzt mal selber hin zu verbinden. Also da würde ich sehr aufs Gefühl hören und es nie aus Neugierde oder so tun, weil dann kann es schon also sein, dass du auch mal hängen bleibst, klingt doof, aber ja, nach der ersten Reise nach Antares habe ich mich danach in meinem Körper gefühlt, als würde ich hier nicht mehr sein. Das war so extrem hohe Energie für meinen Körper. Ja, was tue ich hier auf der Erde? Also von daher ist die Erdung schon immer sehr wichtig. Das ist toll, Informationen aus dem Kosmos zu erfahren. Aber die wollen ja nicht, dass wir dann Transzendenz werden wollen, weil wir haben ja hier einen Grund, warum wir jetzt gerade auf der Erde inkarniert sind. Ich habe mal die Info bekommen, wie wenn wir eine 3D-Projektion sind von denen. Mhm. Also wir sind Menschen, wir sollen unser Leben genießen und es reicht eigentlich, theoretisch, weil dann können die von alleine schon wirken. Natürlich, wenn wir dann noch Berufungen ausleben oder Talente, Sachen, die uns alles, was uns Spaß macht, das fördert unsere Seelen, unsere Energie, ja, unsere Strahlkraft, diesen Lichtkern, den wir in uns haben und wir können dadurch immer mehr Menschen anstrahlen. Aber wenn aus dem Kosmos diese Energien wirken wollen, reicht es für die schon, wenn wir hier auf der Erde inkarniert sind, weil wir sind multidimensionale Wesen, sonst wären ja so Astralreisen nicht möglich. Ne? Und diese Zugänge wurden, glaube ich, erst in den letzten Jahren geschaffen, durch die Energien, die auf die Erde strömen. Ne? Es geht ja immer schneller, immer rasanter, oder davon haben ja auch schon viele erzählt und geschrieben. Und weil diese Energien uns zugänglich sind, verstehen wir immer mehr, dass wir multidimensional sind. Also was heißt das? Wenn die jetzt hier keine 3D-Projektion hätten auf der Erde, könnten die hier gar nicht runterwirken mit ihrer Energie. Durch uns als Kanal. Mhm. Also so einfach habe ich die Info mal bekommen. Ist ja auch irgendwo logisch, weil aus irgendwelchen Gründen mussten, durften, sollten wir inkarnieren. Und gerade in dieser Zeit, die ja wirklich, spektakulär ist, sage ich jetzt mal so. Genau. Ja. Ja, und da hast du eine Seelenreise, du hast, das habe ich später jetzt erst mitgekriegt, wo ich mir deine Webseite angeguckt habe vor unserem Gespräch. Du bringst das dann auch in Bilder oder Steine oder so, diese Information, oder das habe ich nicht so richtig verstanden. Kannst du das erklären? Genau, also manchmal habe ich danach den Impuls oder wenn es auch der Wunsch ist von der Person, dass ich direkt danach auch ein Bild male, wenn ich noch in dieser Energie bin. Normalerweise spreche ich dann eine Sprachnachricht auf und die Energie ist in dieser Sprachnachricht und derjenige kann sie sich so oft anhören, wie er möchte. Ich male aber auch, genau, also Bilder, Energiebilder, das gehen wir auf die Seite. Und kann das auch quasi auf deine Seele, weil ich habe mich ja mit deiner Seele verbunden, kann es quasi auch für deine Seele malen und es soll dir dann Kraft geben. Ausstrahlen. Genau, und Edelsteine, also es ist spannend. Manchmal kommen bei diesen Reisen Steine, dass ich gesagt bekomme, oder ich glaube, bei dir kam auch ein Stein, ne? Der dich weiterhin unterstützt. Irgendwas war. Also manchmal fallen Steine, kriege ich. Du hattest bloß von dem Licht gesprochen, also wie das die Farbe, aber Stein bist du. Genau, dein Seelenlicht. Also ich habe keine Info zu einem Stein bei dir bekommen, aber ich glaube, du hast mir danach noch einen Stein geschrieben. Kühn. Ach ja, ich hatte dir von Stein geschrieben, den mir meine Freundin kürzlich geschenkt hat. Genau. Und da, also wenn mir mal ein Stein kommt, also in Steine kannst du auch Energien geben und wie jetzt zum Beispiel das hier. Das ist mein Antares-Stein, der ist mit dem antarianischen System verbunden. Das ist ein Lichtnetzwerk, Elomin-Netzwerk nenne ich das. Und wenn ich Kanal bin, kann ich eigentlich alle Energien überall hineingeben. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe einen Stein zum Beispiel bei Neptunis, also Seelen, die von Neptun kommen, kommt mir oft ein blauer Chalcedon. Und dann habe ich auch schon die Energie von Neptun da hineingespiesen in den Stein. Da reicht dann ein Bild von der Person, dass ich die Energie dann noch in den Stein gegeben habe und die das dann gespürt haben. Mhm. Kann ich quasi auch damit verbinden. Oder du versuchst es selber. Wenn du einen Stein hast und sagst, der ist für dich irgendwie was Besonderes, könntest du dich ja mit deiner Seelenkraft verbinden, über das Symbol deiner Seelenfamilie und diese Kraft in diesen Stein hineingeben. Mhm. Ne? Ja. Also das zur Erklärung, was ich aufmache. Mhm. Und ja, bei mir war es eben so, dass dieser Stein sich von alleine da reingeklinkt hat in dieses System. Noch
bevor ich wusste, dass ich von Antares kam, wusste ich, das ist ein ganz besonderer Stein, was ist mit dem los? Der hat immer so gestrahlt. Und dann, als ich eben ja, durch so Zufälle, wie es eben so sein soll, erfahren habe, dass ich von Antares komme und dann eben über ein Buch darüber mehr erfahren habe, habe ich verstanden, ach, das ist so ein Stein aus dem Netzwerk. Also gerade zu Beginn war es so, dass die Informationen in den Stein hineingefließen lassen haben und das, weil das steht auch in meinem Schlafzimmer und ich das dann immer aufgenommen habe. Also ich habe das richtig gespürt, dass die mich irgendwie anpassen, meine Frequenz. Also das, sagen wir mal so, wenn das Bewusstsein sich weitet, können auch viele paranormale Dinge geschehen. Wie das mit dem Stein oder dass ein Stein mit dir redet. Oder ja, was, ja. Bei mir war sogar einmal so, also ich erzähle es halt, um einfach, jetzt soll es keine, nee, Angst soll es nicht machen, einfach nur, dass man gehört hat, okay, was alles möglich sein kann. Also ich habe, nachdem ich wusste, wo ich herkam, habe ich begonnen, bewusste Träume zu haben von der Venus, dass ich auf der Venus war, bis ich dann verstanden habe, durch eben jemand anderen, der von Antares kommt, weil wir hatten diese Träume gemeinsam. Und schon das ist ja seltsam. Du hast an der gleichen Nacht den gleichen Traum, die gleiche Geschichte wie jemand anderes, der irgendwo anders hier auf der Welt ist, ne? Das ist alles seltsam. Und man kann das oftmals mit normalem Verstand einfach nur nachvollziehen. Und Genau, ich habe es aufgeschrieben und hatte jetzt zum Glück jemanden zum Austauschen und haben wir verstanden, ah, es war eine Geschichte. Und durch diese Geschichten haben wir quasi die Information, haben wir verstanden hier als Menschen, dass auch der Venus muss wohl eine Zwischenstation von den Antarianern sein, von da, wo wir herkommen, weil Antares eben sehr weit weg ist und sie von der Venus einfach besser wirken können. Und die Venus, der Sinnlichkeit, Liebesplanet, ist dort, ist es so wunderschön und geschwungen und ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist sehr liebevoll dort und wie wenn wir uns dort immer auftanken können. So eine Art wie Mutterschiffe gibt es ja auch in verschiedenen Ebenen. Aber für uns ist das so eine Zwischenstation, weil unser Sternvolk von dort einfach leichter auf die Erde einwirken kann mit den Energien. Das ist dann eher wie ein Filter für die Erde. Und ich glaube, so Verbindungen gibt es wahrscheinlich schon überall auf dem Planeten. Und dafür ist es wahrscheinlich auch wichtig und nützlich, wenn immer mehr Sternwesen, die sich das eh schon lange denken, dass sie von irgendwo herkommen, sich daran zurückerinnern, weil dann können die Informationen zu denen fließen, die zu denen fließen sollen, wie jetzt bei uns ist mit der Venus. Wir haben verstanden, dass Venus und Antares zusammenhängen. Und ich habe auch bei den Plejaden zum Beispiel auch schon mal so ein Netzwerk mitgesehen. Also auf anderen Planeten, das kann man sich hier auf der Erde gar nicht vorstellen. Oder auch die Arcturianer, die arbeiten schon viel mehr mit all den anderen Energien und Systemen zusammen. Und ich glaube, sowas wird vielleicht irgendwie für die Erde, ist wahrscheinlich geplant oder das sind wir am Umsetzen, ohne dass wir es gerade bewusst wissen. Dass quasi, ja, alle Energien einfach miteinander wirken hier oft. Aber klar, die Erde darf da noch ein bisschen, es gibt halt viele verschiedene Ebenen hier auf der Erde gerade noch. Aber das Schöne ist, dass wir durch das kollektiv ansteigende Bewusstsein in die anderen Ebenen können. Das war ja vor einigen Jahren gar nicht möglich, oder? Also als ich noch im Schlummermodus war, zum Beispiel. Ne? Ja, naja, das hat sich so rasant alles so entwickelt und man kommt manchmal kaum noch mit. So, ne? Also mit dem Verstand kommt man sowieso nicht mit. Man kann dann nur fühlen, fühlen, immer wieder ins Fühlen kommen und das überfordert auch schon manchmal ganz schön. Also meine Erfahrung. Ja. Aber du hast erst kurz ein Buch angeschnitten. Das ist das Buch, was jetzt noch auf dem Postweg zu mir ist von, mit den Antares, oder? Ja, wo Genau. die Symbole sind, wo du mir auch ein Symbol daraus geschickt hattest. Genau. Ja, und mit dem Buch verbindet dich ja was ganz Besonderes. Magst du darüber reden? Du hast ja dadurch deine Zwillingsseele gefunden. Ja. Mit dem Genau. Buch verbunden oder ja, darüber reden? Oder ja. Schauen wir mal, nein, Spaß. Also genau, es ist, vielleicht kurz sagen, es ist ein Buch über freie Energie und Symbolkräfte, also die man einfach einladen kann und die dann wirken können, wenn es richtig ist für deine Seele und auch nur so lange wirken. Genau, von daher fand ich es eigentlich, hat es mich angesprochen. Wie bin ich auf das Buch gekommen? Naja, also ich habe
wie gesagt, mich auf der Suche gemacht, wo komme ich her. Mit verschiedenen Freundinnen probiert, da hinzureisen. Ich kam nie hin, habe es nicht verstanden, war sogar traurig, dass andere wissen, wow, ich komme vom Sirius und mir von ihrer Familie dort erzählen und wie schön es ist, diese Familie zu erleben und zu fühlen mit dem Herzen und mir halt immer wieder gewünscht, deswegen auch Affirmationen sind sehr wirkvoll, dass ich meine Seelenfamilie kennenlerne oder jemanden von dort hier auf der Erde begegne, dass ich mich nicht so alleine fühle, weil manchmal ja fühlt man sich halt irgendwie alleine oder denkt, versteht mich hier irgendjemand? Also selbst Eltern oder eine irdische Familie. Ich kam mir eben auch, wie viele von euch wahrscheinlich, manchmal anders vor, ne? Schon als Kind. Ja, und dann kam so eins zum anderen, dass ich quasi ja, mich einfach mal so mit jemandem mental verbunden habe, der sich bei mir gemeldet hat, weil er einen Impuls bekommen hat, auch ein bekannter Heiler. Und mit dem konnte ich zu meinem Ursprung reisen. Und das war ein Erlebnis in meinem Körper. Boah, ich habe ja mein Körper explodiert. Ich zerfetzt es gleich in 1000 Teile. Es waren nur 15 Minuten. Aber ich habe boah, eine Explosion in mir. Also war wahnsinnig. Und ich musste es dann auch erstmal verarbeiten. Also am Tag danach ja, hat sich mein Körper ganz komisch angefühlt und ich hatte auch das Gefühl, ich bin noch gar nicht richtig hier. Ich bin dann in den Supermarkt gegangen und alles, was ich angeguckt habe, hat sich energetisch verändert. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Aber das kann Ihnen im Moment eigentlich schon ein bisschen Angst machen, oder? Im ersten Moment, gut, ne? Ich hab eine Familie, Kinder, die haben mich zum Glück gut geerdet, ne? Aber auch hier, ich denke mal, es spielt die Entfernung eine Rolle, ne? 600 Lichtjahre, aber auch hier mein geistiges Team, die wissen schon, was sie tun und wann sie es tun. Ich glaube, dass immer alles richtig ist, wenn es in dein Leben kommt. Auch wenn wir es in manchen Momenten denken, warum das denn jetzt? Oder seid euch sicher? Ja, hab Vertrauen, weil es ist immer alles richtig. Und wenn ich jetzt meinen Weg anschaue, sollte es genauso sein. Weil, also ich wusste quasi, ich bin zu meinem Ursprung gekommen, aber hatte immer noch keinen Namen. Der kam dann erst 2 Tage später zu mir. In Meditation und habe ich jetzt, was ist das für ein Name? Da habe ich gegoogelt, Antares, da dachte ich, erst mag das Ego, ne? Das kann ja wohl mal gar nicht sein. Du sollst daher kommen, ja, ist klar. Und dann habe sich mein Ego und ich, wir haben uns dann immer angefreundet und ich habe dann ja darüber ein bisschen nachgedacht und dann mal gegoogelt, was gibt es denn so? Ein Buch, ja, eben dieses Buch, okay, von so einem Autor, mit dem hast du, glaube ich, nichts zu tun, weil ich habe das Bild gesehen und dachte, ah, nee, komischer Typ, nee, naja, und, aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, das Buch, und ich habe es dann wirklich bestellt, weil es ja nichts anderes gab von dort, also auch hier, die wussten, ich bin sehr neugierig und ich mache mich dann selber auf die Suche, weil das ist unser Antrieb. Deswegen finde ich das eigentlich auch so cool, dass ich nur Infos überbringe und die dann bei dir, du kannst dann ja selber entscheiden, was du damit machst. Das ist auch deine Aufgabe. Also ich nehme dich an die Hand, ich rückverbinde dich, aber dann lasse ich dich los, weil du bist ja genauso eine große Seele wie ich. Und du darfst ja selber in deine Kraft kommen. Das finde ich so schön. Ja, aber ich komme. Es sind so viele Fragen auf immer neu da. Ja. Ja, aber du wirst Antworten bekommen nach der Zeit oder je nachdem, wann es richtig für dich ist. Ne? Und so war das eben bei mir. Ich habe mir dann dieses Buch bestellt, schlag es auf, habe gemerkt, boah, es macht, kommt voll die Energie raus, macht mich müde. Was ist das für ein Zauberbuch? Erstmal ins Regal gestellt und gesagt, nee, ist nichts für mich jetzt. Und es hat mich dann irgendwie aber nicht in Ruhe gelassen. Ja. Das halt alles so neben meinem ganz normalen Erden, alltäglichen Leben, ne? Ist das so einfach so passiert. Und dann irgendwann habe ich, ja, den Impuls, ich konnte nicht mehr normal meditieren, es kam immer wieder, finde mehr heraus, schreib doch einfach dem Autor zum Beispiel. Und dachte jetzt wirklich, ach, ich bin dann eine von 100.000, die dem schreibt, wahrscheinlich liest er das gar nicht. Und dann war es auch noch so witzig, im Internet waren 3 verschiedene E-Mails von ihm. Und ja, welche soll ich jetzt nehmen? Dann kommt die eh nur an eine Angestellte. Aber ich habe dann intuitiv eine genommen und die kam direkt bei ihm an. Also, geführt. Ja. Und dann habe ich einfach geschrieben, was mir widerfahren ist, dass ich glaube, dass ich von Antares komme. Aber ich dachte eigentlich, ne, da der kennt wahrscheinlich Hunderte, die von dort kommen. Und
liest mein E-Mail gar nicht so. Ich habe mir nicht viel Hoffnung gemacht, aber dachte, okay, wenn es Auftrag von oben ist, ihr mich nicht mehr meditieren lasst, mache ich das jetzt und dann habe ich meine Ruhe gehabt. Das war dann auch so. Also es war ein Herzensruf, mach, ich mach's und dann hatte ich wieder Ruhe. Bis dann die Antwort kam. Dann ging es ja weiter. Weil ich habe ein Bild von mir mit angehängt und dann, ja, das Bild hat dann eben was mit dem Autor Werner, ja, kann man ja sagen, gemacht. Wie soll man sagen? Wir haben dann, also er ist meine Zwillingsseele, das weiß ich jetzt heute, also wir wissen das, aber unser Bewusstsein hat sich durch diese E-Mail von mir quasi wieder getroffen und es fingen dann ganz viele Sachen an, sich ganz von alleine wieder zu verbinden. Also es ist in unserer beider Seelenwege vorgesehen, dass wir uns in dieser Inkarnation hier auf der Erde jetzt begegnen, egal in welchem Leben wir uns befanden. Und es haben sich dann ständig Energien verbunden. Wir haben die gleichen Träume gehabt zum Beispiel. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also so, wenn man sich so eine Geschichte ausdenken würde, man könnte sie sich gar nicht in solchen Einzelheiten ausdenken oder die Fantasie wäre einfach dafür nicht da, wie es bei euch so dann zusammengeführt wurde, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja, also und ich hätte sie mir auch so nie ausdenken können und ja auch manchmal selber gedacht, hä? Was ist hier los? Ich dachte ja quasi, wow, ich bin in einem glücklichen Leben. Mit Kindern und Ehemann. Und dann geschieht mir so etwas. Und dann war es der Wendepunkt in meinem Leben. Ich durfte dann quasi entscheiden, bist du wirklich glücklich oder denkst du nur, du bist glücklich und projizierst es da hinein? Und ich bin hierher gekommen, also ich wusste schon als Kind, ich bin hierher gekommen, um Licht und Liebe zu bringen. Und ich möchte mein Potenzial hier entfalten in dieser Inkarnation. So, und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben. Und dann konnte ich natürlich noch wählen. Aber ich wusste auch von anderen Befreundeten, die Channel, die mir unabhängig das sieht, also sie wussten davon nichts, gesagt haben, oh, du bist deiner Zwillingsseele begegnet und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr zusammen wirkt hier auf der Erde, hatte ich natürlich noch die Möglichkeit zu wählen. Also wir haben den freien Willen. Ja, bis dato hattest du ja auch noch ein ganz normales Leben. Du hast Industriekauffrau gelernt und warst, genau. Hast ein Restaurant gehabt, oder? Also es war genau, ja normal. Ne? Also sagen wir mal ein normales Leben, aber trotzdem schon immer alles sehr schnell. Und intuitiv habe ich mir, glaube ich, auch viel über die Gedanken schon immer erschaffen. Also manche haben schon oft gesagt, was du alles in deinem wenigen Erdenleben jetzt alles schon durchgemacht hast. Aber ich glaube, ich bin wie in einer Art Schnellzug, eben damit wir uns jetzt begegnen konnten. Mhm. Weil es halt jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und Werner zum Beispiel, ja, seit ich quasi geboren bin, wusste, seine Zwillingsseele ist jetzt inkarniert. Und das ist auch das Spannende hier in dem Buch. Da steht nämlich, das hat er vor 20 Jahren gechannelt und da steht ganz vorne mein Name drin. Wie kann er das wissen? Also, das ist so. Also nicht Kerstin, nicht mein Erdenname, es steht einer meiner Namen drin. Ja, lauter so paranormale Sachen, wo du dann einfach weißt, okay, es gibt noch viel mehr. Wir sind zwar jetzt hier Menschen, aber deine Seele ist so groß und wir haben hier wirklich Seelenaufgaben. Und wenn wir wählen, dass wir das leben möchten hier auf der Erde, dann ins Tun kommen und sich hingeben. Und dann beschenkt ein das Universum echt nur mit Liebe. Also was seitdem alles in mein Leben getreten ist, das hätte ich mir nie erträumt. Und eben auch, dass das alles in Liebe möglich ist. Also selbst beim Ex-Ehemann, was ist geschehen durch diesen Schmerz, den ich ihm quasi erstmal zuführen musste, in Liebe zugeführt habe, all seine Kanäle haben sich geöffnet. Er ist jetzt stark hellsichtig. Also all das, wovon ich immer es mir gewünscht hatte von einem Partner, ist jetzt bei ihm geschehen und er ist auch glücklich mit einer neuen Partnerin und kann sich jetzt alleine entfalten. Und wir haben ein freundschaftliches, harmonisches Verhältnis für die Kinder. Also das ist für mich neue Erde. Aber ich hätte es mir damals nie erträumt, weil all die Ängste kamen. Ganz viele Ängste kamen, dachte, oh Gott, wie soll ich das alleine schaffen? Aber man ist ja nie alleine. Und es kommt ja immer nur das ins Leben, was zu dir kommen soll. Und wenn dann ganz viele Ängste da sind, dann sind die da, weil sie gesehen werden wollen, weil sie transformiert werden wollen. Und
du so Stückchen für Stückchen hier auf der Erde immer mehr in deine Kraft kommst, aber du musst halt auch was dafür tun. Also es reicht nicht, nur nach oben Affirmationen zu geben und dann aber auf dem Sofa zu sitzen und zu warten. Zumindest eine E-Mail schreiben, oder? Genau, zumindest mal eine E-Mail schreiben. Ja. Ja, das ist also, man muss den Ruf der Seele einfach hören, würde ich sagen. Ja? Und bei dir war es halt in Form von einer E-Mail oder dem Buch, das Buch auch wieder in die Hand zu nehmen. Und manchmal, da ist man einfach so verschüttet und steht sich wirklich selber im Weg. Ne? Und ich sag mal, was dann bei dir durch das Buch in Gang gekommen ist oder überhaupt durch diesen Wunsch erstmal zu reisen und zu wissen, woher du gekommen bist, das ist irre. Und das ist wirklich so. Ja, ich merke es auch, seitdem mir die Seelenreise begegnet hat, ist jetzt bei mir gemacht haben, ist bei mir noch, das ist ja erst ein paar Tage her, ist noch nichts so Spektakuläres jetzt passiert. Und trotzdem sind Kleinigkeiten passiert, wo ich sage, wären die sonst auch so passiert oder nie? Ja, man hinterfragt dann auf einmal auch mehr. Und, also zumindest für mein Gefühl. Und ja, ich bin echt gespannt auf die Reise, wie sie jetzt weitergeht und was da alles kommt. Und ja, ich kann einfach nur jedem empfehlen, so eine Seelenreise mal zu machen, bei dir zu buchen, weil das ist... Danke. Also jeder, der sich gerufen fühlt, ne? Kann ja auch sein, jeder hat eine andere Wahl. Jeder, der für den das was ist, der sich angesprochen fühlt, genau, ja, richtig. Weil ich sag mal, das bewegt schon was. Also ich sag mal, man muss natürlich dann selber ins Tun kommen. Ne? Denn ich kann jetzt nicht erwarten, dass du jetzt mal für mich was machst. Und, aber trotzdem hast du ja viele Sachen ausgelöst. Du hast mir 3 Nachrichten geschickt, weil du so viel Infos gekriegt hast. Und die höre ich mir auch immer wieder an. Und dann denke ich mir oftmals, das hatte ich aber das erste Mal noch nie gesagt. Weil man das gar nicht, ich konnte das gar nicht alles aufnehmen. Ja? Und das ist ein Geschenk, ein Riesengeschenk, was du da der Welt machst oder machen darfst. Danke. Ja. Das freut mich sehr. Ja, also ich bin auch immer wieder erstaunt, was für schöne Infos ich kriege, dass sich ja auch Wesen aus deinem geistigen Team zeigen, weil das habe ich mir alles immer früher gewünscht, ne? Also das zu erfahren, und es ist jetzt so schön, dass ich das weitergeben darf und das dann ja auch in Resonanz geht. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, manche Sachen sind ja am Anfang mit mir nicht so in Resonanz gegangen, das hatte ich dir ja gesagt, ne? Und das ist auch nicht alles, das ist so eine Übungssache, also zu meinem Geistführer kann ich jetzt intensiver Kontakt aufbauen, wie zum Beispiel zu meinem Schutzengel, momentan noch. Ja, das ist so, und ich denke, das ist alles so Learning by Doing. Also das ist genau, und du musst mal beachten, es ist ja in relativ kurzer Zeit ja jetzt schon viel passiert bei dir. Bei mir hat sich das ja über Monate gezogen. Also der Mensch an sich ist oft auch sehr ungeduldig. Ja. Und wir haben Laufen auch nicht von einem auf den anderen Tag gelernt. Und einfach sich nicht unter Druck setzen, es werden dann schon die richtigen Infos zu dir fließen im richtigen Moment. Ja. Und du wirst noch mehr erfahren, was du vielleicht damit tun darfst, mit dieser Kraft. Wie ja jetzt dann, wenn du die Behandlung gibst, guckst mal, wie das jetzt sein wird. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen ist das eine Wiederholungstäterin, das ist ja das Gute, ja, dass sie dann wahrscheinlich auch den Unterschied spürt. Ja. Aber Geduld, damit bin ich nie gesegnet. Ich sage immer, lieber Gott, gib mir Geduld, jetzt, sofort. Aber das ist halt wahrscheinlich auch so eine Lernaufgabe, die ich da habe. Ja. Na, so haben wir alle eine To-Do hier auf der Erde, die wir mitgebracht haben, die wir transformieren dürfen. Wir sind ja alle Menschen. Ja. Ja, liebe Kerstin, das ist so inspirierend, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich immer noch total, dass du zugesagt hast, weil ich weiß, das ist dein 2. Kongress erst. Aber ich denke, die Fahrt geht jetzt los. Du wirst bestimmt von vielen gesehen. Und ich denke, du hast der Welt so, so viel zu geben. Und ja, bist eine riesengroße Seele. Und ich sage mal, gemeinsam mit dem Werner wirkt dir, das ist, er löst ja einen richtigen Wirbel aus, habe ich das Gefühl. Es ist ja, oder Vulkan, soll ich Vulkan sagen? Also wenn ihr zusammenwirkt, ist es ja wirklich extrem stark, nochmal stärker, oder? Ja, es ist ja, wir haben wirklich komplett die gleiche Schwingung und dadurch potenziert sich diese Energie natürlich, wenn wir zusammen irgendwo sind, ja. Ja, ich bin auch schon gespannt, weil ich darf mit dem Werner auch noch ein Interview führen. Was er so zu berichten hat. Und wir haben uns ja schon vorher ausgetauscht, wie ich euch gefunden habe, sozusagen in dem Gedankenkongress. Und dass
ihr beide mich sofort so stark angesprochen habt, obwohl ich nie wusste damals, dass ihr zusammengehört. Ne? Und trotzdem habt ihr beide so eine starke Ausstrahlung, dass das war für mich wie so ein Sog. Ja? Und dann habe ich mir von Werner die ersten Bücher bestellt und Karten und ja, also alles so, was so da ist, Schmuck, um einfach dort reinzufühlen. Ja, also das so. Und ja, also für ich tue zum Beispiel, die habe ich auch noch hier, die Venuskarten, mit den Venuskarten arbeiten. Die geben mir so unglaublich viel Kraft. Mit dem verbinde ich mich jeden Tag ganz intensiv. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann, ne? Und was man für sich tun kann, ja, um wirklich in die Kraft zu kommen. Und ja, wenn man dann solche wunderbaren Unterstützer hat wie euch, dann ist es natürlich umso schöner und umso leichter. Ja. Danke. Ja, das ist schön. Also es freut mich sehr. Einmal, dass die Venusblume und die Venuskraft, die Werner ja hierher geholt hat, ich sage mal, die Venusblume, hier so schön wirkt, weil er hat die ja auch extra nicht geschützt, damit die sich einfach verbreitet, weil es war ein Geschenk aus dem Kosmos. In einer Zeit, wo es ihm gar nicht gut ging, hat er die empfangen. Das wissen ja auch viele nicht. Ganz viele haben die Venusblume irgendwo und wissen gar nicht, dass sie von Werner, dass er die empfangen hat mal. Und das finde ich so schön. Und jetzt, und das ist das Schöne, dass du sagst, wir strahlen gemeinsam da was aus, weil ich eben einfach weiß, dass es jetzt darum geht, dieses Buch, was er vor 20 Jahren mit all diesen Symbolen empfangen hat, die sind hier, um den Emotionalkörper uns, also von uns zu heilen, von den Menschen zu heilen. Und diese Botschaften sind ja jetzt eigentlich wichtig wie nie zuvor, weil es ja genau darum geht, als Menschen all die Emotionen in die Heilung zu bringen, damit die Erde, damit das kollektive Feld noch mehr geheilt werden kann. Und deswegen wirken diese Energien jetzt auch irgendwie intensiver. Also Werner hat mir oft erzählt, Antares-Energien, die, es war wie wenn die liegen geblieben sind oder auf, weiß ich nicht, irgendwie zurück in den Hintergrund gegangen sind. Und seitdem wir uns begegnet sind, boom, haben die einen Aufschwung bekommen. Ist ja, wie wenn jetzt einfach die Zeit dafür ist. Also das Symbol, was du mir aus dem Buch geschickt hast, das ist auch so spannend, weil war das Tantara? Ich glaube, Tantara hieß es, ja. Mhm. Das ist wie so eine Brücke und unten drunter wie so ein Bund und zwei Kreise. Also ich hätte es jetzt sonst hier liegen, aber... ja, das hat das gewirkt? Ja, und das Spannende war auch, dass also ich verbinde mich mit ihm, da merke ich auch, ich merke immer momentan nur so ein ganz, ganz starkes Strömen im Körper. Aber das Spannende war, dass es auch wie so eine Brücke gemacht ist. Ja? Und seitdem ich den Kongress gemacht habe, haben vor allen Dingen viele Referenten oder angefangen habe zu machen, die Kongresse, empfinden mich viele Referenten als Brückenbauer. Das habe ich erst überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber das ist wirklich so. Also ich bin in der Zwischenzeit wie so eine Brückenbauerin zwischen den Herzen geworden und auch zwischen den Referenten, wo ich dann einfach auch gerne mal an andere Kongresse empfehle oder ja, oder gerade auch für die Aufwach-Community, die immer auf der Suche bin, wirklich nach Menschen, die wirklich was zu geben haben und die aus dem Herzen agieren. Ja? Es gibt ja auch solche und solche, manche sind weniger und manche mehr mit dem Ego gesteuert, aber mir geht es um diese Herzverbundenheit, dass man wirklich ja, merkt, wie du jetzt, du sprudelst, ja? Weil du was wirklich zu geben hast von innen heraus, was jetzt, ich sage es mal so, nie aufgesetzt ist, sondern was einfach wirklich von innen heraus kommen darf. Und dadurch sehe ich mich jetzt auch mittlerweile selber als Brückenbauerin. Und dann passte dieses Symbol da, ich gedacht, ja. In dem Moment total gut, ja. Wie Topf auf Engel. Schön, ja, also erstmal danke, weil genau das ist meine Intention. Ich wollte immer aus dem Herzen, wirklich aus der Herzebene geben. Und es hat mir bei manchen anderen auch gefehlt im Außen oder denen ich begegnet bin. Und ich wusste immer, nein, mein Weg ist ein anderer. Ja. Und das werden die Menschen irgendwann von selber spüren. Mit ihrem Herzen. Also es werden die richtigen Menschen mit mir in Resonanz gehen. Und da bin ich sehr dankbar, dass das jetzt eben so ist. Und ich habe gerade, also ich weiß ja nicht, ob du Lust hast, ich habe gerade das Buch aufgeschlagen und Centromin. Das ist dieses Symbol hier. Mhm. Mal rein. Ja. Aufgeschlagen, der Weg zur inneren Mitte, dass du dich quasi bei dir selber zentrierst. Soll ich das mal kurz vorlesen? Oder? Ja, nein. Also ich zeige es nochmal. So schaut das aus. Wie kann man sich das vorstellen?
ist auch das Buch, da kann ich das ja als Bild mal bei uns Beitrag dann posten. Dass ihr einfach mal ein Gefühl bekommt, was sind das für Symbole, weil bei Symbolen war ich am Anfang auch sehr skeptisch, weil, sind ja manche sehr. Und ich kann es ja einfach mal vorlesen und wenn es für dich wirken soll, dann kannst du es jetzt einladen und es wirkt. Ja. Zentrumin. Ich bin die Kraft, die in die Mitte führt. Wenn dein Energiekörper an manchen Stellen nicht auf dein wahres Zentrum, das direkt mit der göttlichen Quelle verbunden ist, ausgerichtet ist, bist du dort möglicherweise ein Spielball von anderen Strömungen, die der dir eigenen widersprechen. Dies birgt eine Manipulierbarkeit in sich, die bis zu einem vorübergehenden Verlust des eigenen Lebensweges führen kann. Ich aber binde diese Energiemuster wieder an dein ureigenes Zentrum an, indem ich Schwingungstendenzen erzeuge, die dahin wieder zurückführen. Ich verheiße dir so eine neue innere Ruhe. Du wirst nach außen hin eine Kraft repräsentieren, die auch auf deine Umgebung zentrierende Auswirkungen haben wird. Ich danke und segne dieses Symbol. Und euch und jedem, den es dienlich sein darf. Ja. Danke, Kerstin. Das würde ich jetzt als Schlusswort nehmen, dass mir jetzt jeder richtig wirken lassen kann. Und ich werde, sobald ich das Buch von dir habe, das Symbol noch als Bild rausnehmen und auch unter unserem Interview mit posten, dass jeder das dann auch nochmal in sich physisch aufnehmen darf. Ja. Sehr gerne, ich danke dir. Und dann wird es jetzt genau das richtige Symbol sein, das was jetzt die Menschen, die das anschauen, vielleicht denen es dienlich sein kann. Ja. Und ich bin gespannt auf die Feedbacks, die ich erhalten wirst, die wir erhalten werden. Ja, weil die Aufwach-Community ist immer ganz fleißig auch beim Mitmachen und beim Schreiben und das macht mich richtig glücklich. Ja. Kerstin, ich danke dir von Herzen für das Gespräch und wünsche dir wirklich alles, alles Liebe auf deinem weiteren Weg und ich weiß, dass du sicherlich noch große Aufgaben vor dir hast und ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns begegnet sind. Ja. Ich danke dir von Herzen, dass du mir diese Möglichkeit erschaffen hast und ja, ich danke allen, die das angeschaut haben. Ja. Ja, liebe Aufwach-Community, ich denke, das war ein sehr berührendes Gespräch und wir haben auch ziemlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Impuls, was ihr bei euch verändern könnt. Ich wünsche es euch von Herzen. Alles Liebe und bis zum nächsten Interview. Ciao, ciao.